Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaus rasiert sich. So, heute aus gegebenem Anlass habe ich hier mal was mitgebracht. Und zwar hat die Firma Rossmann sich mal überlegt, ja, wir bringen mal einfach den guten alten Hobel wieder zurück am Markt. Ich denke mal, manche Leute kennen noch den Wilkinson-Hobel, das ist einfache schwarze Plastikdingen. Der sieht schon mal auf den ersten Blick ein bisschen hochwertiger aus, aber naja, schauen wir erstmal rein, machen wir die Kiste auf. Was kriegen wir? Dieses ganze Set kostet aktuell 15 Euro, ist eine limitierte Edition. So wie ich gehört habe, soll es nur knapp 1000 Stück davon gegeben haben in ganz Deutschland. Auch nur in den größeren Filialen. Ich war auch in zwei Filialen gewesen, um halt einen dieser beiden, um halt einen davon zu bekommen. Kleinere Filiale hatte keinen. So, offen sieht das Ganze so aus. Nur recht unspektakulär der ganze Spaß. Dreimal Rasierklingen, die gibt es auch einzeln für 1,49, die normalen Isana Men. Dann hier in der Mitte das ja, Wichtigste, der Hobel. Und hier links, ich lese mal eben beiseite, noch passend zum Hobel, eine schicke Reisebox. Ja, was sofort auffällt, wenn man mal noch ein Paket Klingen dazu nimmt. Hier unten ist so eine Aussparung, etwas dunkler, da sollte eigentlich ein Klingenpack reinpassen. Da passt wahrscheinlich nur ein Papp-Paket rein. Von daher sehen wir schon, den Hobel hat Rossmann sich irgendwo bestellt. Wo genau, weiß keiner so genau. So, tun wir mal das Döschen beiseite. Ein Paket Klingen lassen wir vorne. Die waren bei mir eh fällig. Ich finde die eigentlich ganz gut, auch in diversen anderen Geräten. Ups. Auch in diversen anderen Geräten. Machen guten Job. 1,49, 10 Stück. Kann man jetzt nicht meckern. Ist ja auf 100 Stück hochgerechnet für 15 Euro 100 Stück schon relativ teuer. Es gibt da andere Klingen, da gibt es 100 für um die 10. Aber ich sag mal, die sind immer verfügbar. Da braucht man nochmal eben Flupp um die Ecke und hat die Dinger in der Tasche. Also sind unterm Strich ganz gute Dinger. Also wollen wir jetzt mal nicht großartig von anderen Firmen reden. So, der Hobel. Ja, macht einen guten Eindruck. Ich könnte jetzt fast sagen, ein klassisches Butterfly-Design, also so ein typisches Gillette-Design. Hier unten ein bisschen Schrauben auf und zu. Er quietscht ein bisschen, ist ein bisschen hakelig. Ich sag mal, ja, man muss jetzt sagen, das Ding kostet 15 Euro mit 310 Klingen, also 10,50 Euro. Ich sag mal, da kann man auch in China schon fast nicht mehr für produzieren. Also unterm Strich macht dann einen soliden Eindruck optisch. Ja, kann man eigentlich nichts sagen. Sieht ganz gut aus, recht gleichmäßig, verbogen ist auch nichts. Also schmeißen wir mal eine Klinge rein. Klinge, ganz einfach, ein Fingerchen drücken, haben wir eine in der Hand. So, vorher nach Möglichkeit den Hobel aufdrehen, bevor wir jetzt hier groß weitermachen. Klinge auffalten, rechts und links. Oben und unten. So. Eine Seite festhalten. Fallen lassen. Zudrehen. Rechts und links mal auf den Spalt gucken. Also auf das Stückchen Klinge, was rausguckt. Sieht recht gleichmäßig aus. So, ich habe mir gedacht, wo wir mal von Rossmann reden, wollen wir mal einfach bei Rossmann bleiben. So, also, was gibt es bei Rossmann? Fangen wir mal an mit unseren Hilfsmitteln zum Schaumbereiten. So, da hätten wir einmal die, ups, die Isana Men Schweineborste, liegt irgendwo bei 3,50 um den Dreh. Und den Isana Synthi, also ein Synthetikpinsel. Ist auch für Veganer geeignet, mal so nebenbei gesagt. Hier, das ist Tierhaar. So, Vor- und Nachteil. Also, der ist von Haus aus schon mal ein bisschen weicher als der. Grundsätzlich bei Naturhaarpinseln, die gehören eingeweicht. Also, die gehören in ein Gefäß mit Wasser. Dann, weiß ich nicht, geht man duschen in aller Ruhe oder lässt ihn einfach 5 Minuten stehen beim Zähneputzen oder so. Also, einfach in Wasser tunken, drin lassen. Dann werden sie ein bisschen weicher und dann geben sie auch beim Schäumen halt das Wasser noch mit über die Faser teilweise ab. So, das dazu. Der hier ist ein bisschen pflegeleichter. Den braucht man nicht einweichen. Die Synthetikfasern weichen definitiv nicht ein.
Ja, dazu gibt es im Endeffekt dann schon gar nicht großartig mehr zu sagen. Ist halt von vornherein was weicher, auch nicht so hart im Backbone, wie es so schön heißt. Also er gibt nicht so viel Kraft weiter. Er ist deutlich puscheliger. Ja, hat halt wie gesagt den Vorteil, Synthetik einweichen braucht man nicht. Bildet sich, also er gammelt auch nicht, also den kann man auch mal feucht beiseite legen, dann nimmt er einem nicht ganz so schnell übel wie halt der Naturhaarpinsel. Der begünstigt die ganze Sache mit Schimmelbildung und ähnliches. Der riecht auch nicht, also der Schweinehaarpinsel kann ein bisschen riechen, also unangenehm riechen. So, also wir nehmen heute den, ist für mich der bessere Pinsel. Aber letzten Endes sollte jeder vielleicht selber für sich ausprobieren. So, damit hätten wir neben dem Hobel und der Klinge schon mal den Pinsel. Ja, falls das Rossmann sieht, hätte ich da noch eine Bitte. Und zwar, die sogenannte Software bei uns, das was letzten Endes den Schaum macht. Ich habe mal so euer Sortiment mal einfach rausgeholt, das besitze ich nämlich auch mittlerweile. Ja, zum einen die Palmolive Rasiercreme, das ist eine klassische Rasiercreme, ist jetzt auch nicht allzu teuer. Ähnliche Konsistenz wie Zahnpasta. Also ein Haselnuss, großes Stückchen im Pinsel rein, rechts, links. Mit einiges Wasser, schönen Schaum aufbereiten. Könnt ihr euch in manchen anderen Videos angucken. Im Endeffekt, ob die Rasiercreme oder eine andere, spielt da großartig keine Rolle. Anwendung ist ungefähr gleich. So, dann habt ihr noch dieses gute Stück. Die Wilkinson Rasierseife im Tiegel. Die riecht geil. Finde ich. Also ist so der klassische Rasierseifengeruch, aber man kriegt hier ziemlich schwer einen vernünftigen Schaum hin. Also die ist, ja, man muss Geduld haben, man muss wissen, was man haben will. Und man kriegt sehr schnell so einen Handwaschschaum hin, also wie von einer normalen Handwaschseife. Aber ich meine, wir brauchen was Seiniges im Gesicht und tun wir die auch mal beiseite. So, jetzt kommt von der Auswahl, die es bei euch gibt oder die es bei Rossmann gibt, mal so meinen Favoriten. Wenn man halt aus wenig aussuchen muss, das ist der Wilkinson Rasierstick. Kostet jetzt auch nicht die Welt. Man, das teuerste war gerade der Seifentiegel mit irgendwas um 3,50, 3,80. Ich weiß es gerade nicht genau. Der Stick müsste irgendwo bei knapp um 2 Euro liegen. Riecht nicht wie die Seife aus dem Tiegel. Riecht aber halt auch irgendwie so, ja, männlich, klassisch. Ist halt, ja, klassischer Rasierseifenduft. Ne? Also von manchem Schaum kennt man den vielleicht auch. So. Jetzt seht ihr auch gleich, wie diese Dinger jetzt zum Einsatz kommen. So, des Weiteren muss ich jetzt gestehen, habe ich kein Isana Men oder ähnliches Hausmarken Aftershave. Und da wird es abends mal wieder haben. Kommt mein allseits beliebter Nivea Aftershave Balm zum Einsatz gleich. So, und was wir noch gebrauchen können, sollte ein bisschen schief gehen mit irgendwie einem Cut oder Nick oder ähnliches. Den gibt es hier auch bei euch. Das ist der Wilkinson Alone Stick. Oder Blutstillstift, wie es so schön dran steht, an den kleinen roten Punkten, die nachher über sind, kann man noch mal kurz drüber gehen. Hört die Blutung auf. Das ist die kleine Version. Die gibt es auch noch von einem anderen Hersteller in den Niederlanden, in etwas größer. Ein bisschen großflächiger. Kann man zum einen Blut mitstillen, zum anderen kann man noch mit Rasurbrand recht gut feststellen, auch wenn man jetzt kein alkoholhaltiges Aftershave ins Gesicht packt. Wenn man damit drüber geht, brennt es. Ich packe mal den kleinen weg, der ist eher für Reisen für mich. Der steht eigentlich so, wie er hier ist, immer schön im Schrank und kommt dann halt mal zum Einsatz. So, weiteres Hilfsmittel nebenbei. Ich habe jetzt hier einen Rasiermack. Den gebrauche ich heute einfach als Wasserbehälter, weil wenn ich gleich den ersten Durchgang im Waschbecken habe, also sprich haariges Wasser, möchte ich den Pinsel da nicht mehr reintun. Deswegen kommt hier einfach eine kleine Portion Wasser rein, so für zwischendurch, um an den Pinsel darin nochmal ein bisschen Wasser zu verpassen, wenn ich halt dann nochmal ein bisschen nachschäumen will. So, räumen wir mal von links nach rechts, machen Wasser überall voll. Kurz einen Radau und dann geht es gleich los. So, zu den Rasierseifen möchte ich nochmal eben kurz was loswerden. Also man hat ja in der letzten Zeit gesehen, dass ihr, also dass Rossmann sich da wahnsinnig Mühe gibt, jetzt so mit dem Angebot für Bartträger und ähnliches, sprich Bartöl, Pomade, Bartshampoo und was man jetzt in der letzten Zeit nicht alles so bei Facebook in den News über Rossmann mitgekriegt hat. Also ich finde, die Richtung ist schon mal richtig. Ich sag mal, über Qualität der Produkte kann man streiten. Da möchte ich jetzt auch nichts zu sagen. Ich habe die anderen Produkte jetzt nicht großartig benutzt, weil ich dusche oder wasche mein Bad, mein Gesicht eigentlich mit meinem Duschgel. Und ich sag mal, da habe ich so meine geheimen Favoriten, die ich für mich entdeckt habe.
Da ist noch genug von da, von daher kam irgendwie Rossmann-technisch da noch nichts zum Einsatz. Ist halt so, aber was ich jetzt, wo ich richtig drauf abgehe, ist halt sowas wie Rasierseife im Tiegel, Stick, Creme, ähnliches. Und ich sag mal, bringt doch mal eine Hausmarke. Und jetzt nicht irgendwo am Markt hingehen und einfach sagen, so Palmolive, füll uns mal ab mit unserem Label drauf, sondern vielleicht wirklich mal was Eigenes, was so, ja, ich sag mal, so in gewisse Richtung geht. Der englischen Seife zum Beispiel. Sagt man einfach, boah, pff, Blutorange, ja, irgendwas mentholig, Eukalyptus. Also das sind so die Klassiker, Sandelwood oder Sandelholz oder so da oben in die Richtung, na, Tabak, so ein bisschen dieser Altherrenduft. Wie man kann ja eine kleine Palette aufbauen. Why not? Ich meine mal so als Gedankenanstoß. Überlegtet euch mal. So, dann kommen wir zum eigentlichen Rasurvorgang. So, schon wieder ein bisschen trocken, von daher den tunke ich mal im Wasser. Dann kann man so am Waschbeckenrand ein bisschen drücken und dann saugt er sich voll. Mal ein bisschen Wasser ins Gesicht bringen, Feuchtigkeit. Oh, das ist jetzt ein 3-Tage-Bad, der runterkommt. Oh, ein bisschen feucht, darf man nicht so empfindlich sein. So, jetzt der Stick. Jetzt funktioniert das so. So, das müsste schon fast reichen. So, jetzt nehmen wir unser Pinselchen nochmal. Schubsen jetzt mal das restliche Wasser da raus, weil gleich Neues dazu und kein Thema, aber wir wollen mal nicht zu viel anfangen. So, wie man sieht, recht schnell bildet sich da ein schöner Schaum. Ich meine, den muss man halt noch ein bisschen weiter bearbeiten, damit er noch schöner wird. Aber die Richtung ist schon mal gut. Wie man sieht, hier kommt das Wasser zwischen den Fasern raus. Ja, ist nicht ganz so optimal, aber schon okay. Kann man mitarbeiten. Ich meine, wir reden jetzt hier von einem Pinsel für 7 Euro und nicht von einem Pinsel für 70 Euro. So, für mich, für meinen Geschmack ist das hier nur alles ein bisschen zu dick. Deswegen kommt da jetzt nochmal ein Schluck dabei. So, wie gerade schon gesagt, ein bisschen mehr Wasser. So, da haben wir das. Soweit so schön. So, das Ganze soll jetzt nicht wirklich gerade unbedingt so ein Fanboy-Video werden, weil jetzt ja alles direkt heute im Rossmann-Sortiment gibt. Na, das ist jetzt nur so im Endeffekt eigentlich auch dafür gedacht, man geht in einem Laden rein und kommt im Endeffekt mit dem ganzen Sortiment, was man braucht, raus. Also zählen wir mal im Endeffekt mal einfach jetzt stur zusammen und lassen mal das Aftershave weg, weil ich denke mal, das hat jeder, wenn man jetzt 15 Euro für einen Rasierer rechnet, 3,50 für diesen einfachen Pinsel und im Endeffekt für diesen Seifenstick hier nochmal knapp 2 Euro, da sind wir bei roundabout 20 Euro und haben ein vernünftiges Nassrasur-Set und nicht so ein 3, 4, 5 in einen und hast ja nicht gesehen Rasierer, der im Endeffekt nur das Haar langzieht und dann halt letzten Endes köpft und dann angewachsene Haare fabriziert. Da haben wir dann im Endeffekt wirklich einen klassischen Rasierer. Unterm Strich, wie vorhin schon mal aufgeschlüsselt, für den Preis geht das. So, jetzt wollen wir natürlich noch sehen, wie gut das Ding uns die Haare aus dem Gesicht zieht. So, fangen wir klassisch rasieren, eigentlich in 2 bis 3 Zügen mit dem Strich im Regelfalle. Quer zum Strich und gegen den Strich. Also jetzt muss auch jeder so ein bisschen so mal fühlen, in welche Richtung die Haare sich aufstellen, wenn ich jetzt nach oben gehe. Stellen sich halt die Haare auf und bilden halt bei mir den Widerstand. Gibt andere Leute, das ist in einer anderen Richtung. Also, sag mal, das ist jetzt Biologie und Vererbung eurer Eltern. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren, in welche Richtung halt euer Haarwuchs ist.
ist jetzt nicht unbedingt gerade ganz irrelevant, also weil den ersten erstmal behutsam gegen den Strich die Haare kürzen eigentlich angesagt ist. Deswegen fangen wir damit jetzt mal einfach an. Das Schöne ist, den kann man zwischendurch drehen. Der Schaum und die Haare, die oben abgetragen werden, kommen unten im Endeffekt zum Teil da raus. Man könnte im Endeffekt jetzt ohne Absetzen eigentlich komplett durchrasieren. Solange die Haare nicht zu lang sind und diese Kante, dieses kleine Löchlein verstopfen. So, jetzt schwimmen schon ein paar Haare im Wasser. Schon mal ein gutes Zeichen. Den Rasierer jetzt auch nicht allzu fest aufdrücken. Im Endeffekt eigentlich gar nicht. Wirklich nur das Kopfgewicht über die Haut ziehen. Das reicht voll und ganz aus. Aufbacken der Blase dient jetzt nicht wirklich der allgemeinen Belustigung, sondern eher, um die Haut zu straffen, um die Haare besser zu erwischen. So, bisher ein relativ mildes Rasurerlebnis. So. Ja, relativ wenig, nochmal ein Pickelchen ein bisschen mit aufgerupft. Aber ist jetzt nichts Gravierendes. So, jetzt könnte man nochmal mit dem Stick ein bisschen. Ja. Das soll uns schon fast reichen, weil. Also hier ist noch genug Schaum eigentlich drin, um nochmal einen Durchgang hinzukriegen. Beim dritten würde es wahrscheinlich ein bisschen eng werden. In dem Kinnbart steckt ja auch noch ein bisschen Schaum. So, jetzt ist der Zeitpunkt, wo der Becher zum Einsatz kommt, weil im Waschbecken ist jetzt Wasser mit Haar und Schaum. Der Schaum ist nicht so das Schlimme, aber das Haar, das möchte ich jetzt nicht da drin haben. Deswegen tunke ich im Endeffekt ab jetzt, ab diesem Durchgang, würde jetzt die Tasse, der Becher, die Schale, Ähnliches zum Einsatz kommen. Mein, wer das jetzt kein Problem mit hat, in das, ich sag mal, jetzt Haarwasser reinzugehen, der kann das auch machen. Oh, war schon fast zu nass. So, jetzt zweiter Durchgang bei mir in dem Falle gegen den Strich. Ich spare mir, was heißt ich spare, ich mache jetzt keinen quer zum Strich, das bringt bei mir nicht viel. Dafür putze ich nachher noch ein bisschen aus, wie es so schön heißt. Also ich behandle dann im Endeffekt die Stellen in die entsprechende Richtung, die halt bei mir problematisch sind, Kehlkopf und hier der Wangenbereich. Wobei im Wangenbereich werde ich gleich eben ein bisschen quer ziehen, halt in meine Gegenstrichrichtung und fertig. So, fangen wir ganz einfach unten am Hals an, mittig hoch. Ich glaube, hier jetzt nach Möglichkeit keinen großen Druck aufbauen. Weil die Rasierklinge, wenn man jetzt so das Haar greift, die Rasierklinge, die greift im Endeffekt direkt unter die Haarkante, nach Möglichkeit in Hautnähe und schneidet dann halt direkt an der Haut. An der Austrittsstelle im Endeffekt das Haar weg. So, hier war ich jetzt ein bisschen zu intensiv. Da wird es gleich wahrscheinlich minimal bluten. Noch jetzt, wie gesagt, diese etwas quer gezogene Bewegung. Oh,
Da habe ich es halt gerade ein bisschen zu gut gemeint. Und will ein bisschen sachter dran gehen können. Wobei der Kehlkopf geht eigentlich. Dann müssen so die Konturen nachgehen. Alles in allem ganz passabel. Ich tauche jetzt mal kurz ab, einmal Gesicht waschen und Co. und dann geht es gleich kurz weiter. So, dann sind wir jetzt mal wieder nach dem Waschen da. So, was wir jetzt hier sehen, diese kleinen Pünktchen sind im Endeffekt ausgerissene Haare. So, mal ganz einfach gesagt. Ja, oder halt ne, Poren, die ein bisschen angekratzt wurden. So, gibt jetzt da im Endeffekt drei Möglichkeiten für. Zum einen der Rasierer, weil der Rasierer im Endeffekt diesen Anstellwinkel, diese Biegung der Klinge vorgibt. Kann sein, dass mit einem etwas anderen Winkel der ganze Spaß schon mit dieser Klinge anders aussieht. Die andere Möglichkeit ist die Klinge und die dritte Möglichkeit ist im Endeffekt das eigene Gesicht. Deswegen, wenn ihr euch aus irgendwelchen Gründen dieses Set oder irgendwas anderes kauft in Richtung DE-Hobel und ja, alles scheiße, alles Mist. Ich sag mal ganz trocken, einfach mal eine andere Klinge kaufen. Gibt bei Amazon gibt es sogenannte Klingentestsets oder Sample Sets. Da sind dann immer 5 Klingen einer Sorte drin. Weiß ich nicht, 60, 70, 80 Klingen, 130 Klingen, je nachdem, was man erwischt. Da spricht jede Klinge meistens so 5-mal und dann halt verschieden durch die Welt. Vielleicht einfach mal so ein Ding euch noch zusätzlich bestellen oder kaufen und halt einfach durchtesten. Also mein... Das ist jetzt nicht so toll hier. Das kenne ich halt so von den Rasierklingen mit einem anderen Hobel jetzt nicht. Weil unterm Strich handwerklich zu benutzen war der Hobel ganz gut. Nur naja, hier unten, vielleicht hätte ich auch ein bisschen sachter zur Sache gehen sollen müssen. Aber okay. Naja, wie auch immer. Nächste Mal probieren wir eine andere Klinge aus und gut ist. So, jetzt zu diesem Stein. Der ist auch jetzt hier für sowas eigentlich zu gebrauchen. Gesicht jetzt gerade einfach mal mit kaltem Wasser abgespült. Da geht schon das meiste von alleine von weg. So, den tunke ich jetzt in dem Fall in Wasser und kann auch fließend Wasser nehmen. Jetzt kommt der unangenehme Teil, das brennt jetzt. Aber hört im Regelfall auf, sofort zu bluten. Das ist hier so ein Salzkristall. Dadurch ziehen sich die Poren zusammen und dann war es das. Dann ist Schluss mit Bluten. So, an den anderen Stellen, wo jetzt keine direkten Punkte sind, ist auch eigentlich kein Brand. Also von daher alles in allem eigentlich, naja, bis auf die Punkte, bis auf die Nicks, wie sie so schön heißen, ein relativ gutes Endergebnis. So. Ich für meinen Teil, ich lasse das auch im Regelfall im Gesicht. Es gibt ein paar Aftershaves, da ist vom Haus aus das Zeug auch drin. So, jetzt geht es halt nochmal zum Nivea über. Wie gesagt, wir haben Abend, da brauche ich jetzt nicht müffeln, dass ich nicht gleich in die Disco will oder was. Naja, Disco ist sowieso nicht mehr. So, schön frisch, frisch rasiert. So, nochmal den Pinsel hier, den Kollegen Pinsel hier nochmal kurz dazu geholt. Also, da hätte man ganz grob auch nur so ein drittes Mal ansatzweise mit hingekriegt. Also vielleicht nochmal ein bisschen Seife bei und auf geht's wie die wilde Fahrt. Da hätte man halt auch noch so quer zum Strich auch noch mit auf der Reihe bekommen. Pinsel einfach unter fließend Wasser, also ich mache es immer so kreisend auf den Fingern und halt hier von oben das Wasser drauf laufen lassen, einfach ausspülen, ein bisschen
ausschlagen und dann am besten kopfüber, meistens in den mitgelieferten Halter reinstellen. Habt ihr keinen mitgelieferten Halter, müsst dann halt hinten auf den Rücken stellen, also auf die Standfläche. Ist nicht so toll, weil eigentlich sollte das restliche Wasser noch raustropfen können. So, nehmt ihr weiter schließen. So, das war's von mir soweit mit diesen putzigen, süßen, eigentlich ganz schönen Rossmann Butterfly Rasierhobel. Hier nochmal die Isana Man, nochmal dick betont, made in Germany. Kann fast nur aus einem Klingenwerk stammen, das müsste dann, wenn Eisfeld sein. Also Feintechnik Eisfeld im Osten. Das ist meines Wissens nach der einzige Klingenhersteller, der in Deutschland noch ist. Außer die Klinge ist irgendwo aus dem Ausland und wurde hier nur, ich sag mal, verpackt. Leider steht auf der Verpackung nichts Großartiges drauf bei Rossmann. Vielleicht kann mich Rossmann hier mal darüber aufklären, wo die genau herkommen. Wie gesagt, Feintechnik Eisfeld. Feintechnik Eisfeld, genau. Ist so meine Vermutung. Mal gucken. Vielleicht äußern sie sich ja noch dazu, werden wir dann sehen. So, Klinge kommt bei mir übrigens ans Magnetbrett. Also ich habe Magnetstreifen im Spiegel, da einfach drauf und dann luftgetrocknet, fertig. Dann kann man die locker, flockig 3, 4, 5, 6 Mal nutzen. Also je nach persönlichen Empfinden. Oh, da tropft es nochmal. Gut, kümmern wir uns gleich drum. So, wie gesagt, je nach persönlichen Empfinden. Kinder ein paar Rasuren mit unterm Strich. 15 Cent für eine Klinge, mal überlegen, ob man das nicht noch machen, ob man es sich nicht doch überlegen sollte, auf dieses System zu wechseln. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, ihr hattet eigentlich Spaß an dem Video. Mal abgesehen davon, ich sag mal, die anderen Ecken sehen eigentlich ganz gut aus. Das habe ich hier verschuldet mit meinem 2, 3, 4, 5 Mal gerade. Das war widerspinstig. Ein, zweimal hätte wohl gereicht. So. Wie auch immer, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte welchen, trotz des kleinen Gemetzels. Naja, ich würde mich über einen Daumen nach oben auf jeden Fall freuen. Des Weiteren könnt ihr unten auch ein Abo dalassen. Dann werdet ihr immer informiert, wenn halt mal wieder was Neues von mir kommt. So im Regelfalle gerade jeden Samstag, 17:30 Uhr. Ich hatte Spaß. Hoffentlich auch. Auf bald.